Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und wir sind am Flughafen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alltag in GTA 5. Ja, alle 2 Tage kommt ja nur noch ein Video und ich hoffe, ihr seid darüber nicht enttäuscht. Aber dafür mache ich jetzt Informationsvideos, die wirklich Informationen bieten, nicht so wie andere YouTube-Kanäle. Ja, ich weiß, ich sollte nicht so über die anderen Kanäle sprechen, aber ist mir auch egal. So, genau, wir sind hier am Frachthafen und heute geht es in meiner Folge Alltag in GTA 5 um das Geld. Geld, das bestrebt jeder Mensch. Das Verlangen von Geld ist in jedem Menschen enthalten. Jeder hat doch mal den Gedanken gehegt, och, wie geil wäre es, wenn ich jetzt richtig viel Schotter hätte. Man könnte einfach auf Amazon gehen und sich alles kaufen, was man so gerne hätte. Ne? Die neuesten Schuhe, die neuesten Sachen, die neuesten Lichter, die neuesten, was weiß ich, was man alles kaufen kann. Auf jeden Fall sehr viel. Man könnte sich einfach alles kaufen. So. Natürlich verlangen wir nach Geld. Aber Geld ist ein ganz böser Dämon, der Menschen verändern kann. Nein, er verändert nicht, er verändert einen. Er macht einen zu etwas Besserem, wenn man viel hat. Er macht einem zu etwas Wichtigerem. Mir kommt es heute vor, dass, wenn man kein Geld hat, einfach ja, irgendwie ein Penner ist, ne? Asozial, einfach nicht dazugehörend zu der Gesellschaft. So, ich habe auch nicht viel Geld, ich brauche auch eigentlich kein Geld. Ich verdiene mein Geld, dann habe ich meine Kosten, die ich abgezogen bekomme, meine Miete, mein Kredit und so weiter, GEZ, diese Gebührenscheiße und und dann habe ich hier noch meine 200 Euro zum Leben und das war's. Ne? Das war's. Und wenn mir jemand meine paar tausend Euro Gespartes wegnehmen würde, dann wäre mir das auch scheißegal. Und auch wenn ich meine Wohnung verlieren würde, wäre mir das scheißegal. Weil das Wichtigste im Leben, das ist das Glück. Ne? Das Glück und einfach die Gesundheit und dass man lebt. Und ja, das ist ganz wichtig. Ich will euch nur sagen, wenn ihr kein Geld habt oder sau wenig Geld habt, dass ihr, dass ihr einfach euer Leben genießen sollt. Man kann sein Leben so schön machen. Was zum Beispiel ist mein Hobby? Mein Hobby kostet nicht viel Geld. Nein, es ist nicht YouTube-Videos machen. Das kann man ja nicht als Hobby bezeichnen. Ich mache das ja so gut wie kaum. Ich habe ja kaum Zeit, um dieses, ja, gut, Hobby, diese Sache zu machen, YouTube. Ich bin kaum online auf der PS4. Und, wie schon gesagt, mein Hobby ist Schlafen. Ich schlafe so gerne. Es gibt für mich nichts Wichtigeres als Schlafen, ehrlich. Jeden Tag schlafe ich mindestens 10, 11 Stunden. Dann nochmal Mittagspause, alles drum und dran. Schlafen, ich liebe es. Ne? Viele können das nicht verstehen von mir. Von Leute, die mich kennen, verstehen das nicht. Oh, du verschläfst dein Leben. Mach doch mal was. Nein! Nein! Ich verschlafe nicht mein Leben. Ich chille mein Leben. Ich genieße mein Leben. Das mache ich. Und wenn ich pennen will, dann penne ich. Und draußen, da verpasse ich eh nichts. Das ist kalt, ne? Und windig. Habe ich keinen Bock. Nee, mein Hobby ist schlafen. Das kostet kaum Geld. Und ja. Geld ist halt einfach so eine Sache. Entweder man hat's oder man hat's nicht, aber ich kann euch sagen, hey, selbst wenn du 100.000 Euro hast, 100.000 Euro ist kein Geld. 100.000 Euro, das reicht dir vielleicht 10 Jahre, dann ist dein Geld weg. Ne? Jetzt sagen viele, oh, 100.000 Euro, das ist doch so viel Geld, das reicht doch ewig. Leute, es kommt immer drauf an, wo wohnst du gerade? Wohnst du bei Mama oder Papa? Mami, Papi? Wird nicht immer da sein. Und dann musst du auch blechen. Miete, Strom, Versicherungen, Beerdigung. Ja.
da kommt viel Geld zusammen. Und irgendwann mal werdet ihr erwachsen werden. Ich habe viele jüngere Abonnenten. Und da werdet ihr sehen, dass ihr aus Geld nichts machen sollt, weil Geld ist schneller weg, als ihr gucken könnt. Und ja. Genau. Lebt auf jeden Fall euer Leben. Und das ist ganz wichtig. Leben, leben, leben. Weil man weiß nie, wann es endet. Man weiß nie, wann das Leben endet. Und genießt das Leben lieber, bevor es zu spät ist. Und macht euch keine Sorgen um Geld, auch wenn ihr jetzt keins habt. Nämlich genießt lieber die Sachen, die schönen Sachen im Leben. Wie zum Beispiel eine Runde zu zocken, geil zu chillen in der Schule, einen geilen Döner zu essen. Solche Momente sollt ihr genießen und nicht immer an Geld denken. Geld denken, Geld, 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 Geld. Nö? So dürft ihr nicht denken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer DoGamescom auf der PlayStation 4. Hier ist mein Gamertag. Bis dann und ciao und bis in 2 Tagen.